Nordrhein-Westfalen. Schöne Landschaften, schöne Städte, schöne Menschen. Alles super und weiter so, sagt unsere Landesmutti. Die hat auch gesagt, ich lasse kein Kind zurück. Wahlversprechen nennt man das, wurde aber nichts draus. Das ist auch NRW. Jedes fünfte Kind ist ja arm, weil es keine Arbeit gibt oder nur für einen Hungerlohn. So sieht das aus und so ein Mindestlohn. 12 Euro müssen schon drin sein. Apropos Hunger. Kita und Schulkinder brauchen Mittagessen und zwar gratis. Gibt's hier keine Lehrer? Schule ohne Lehrer geht ja wohl schlecht. Gutes Lernen braucht mehr Geld, mehr Lehrer und mehr Zeit. Stress gibt's später noch genug, weil alles immer teurer wird. Oder eine Familie keine Wohnung findet. Schick. Aber Sozialwohnungen fehlen. 100.000 pro Jahr. Dafür hat das Land kein Geld, heißt es. Stimmt aber gar nicht. Bei uns leben mehr Superreiche als sonst wo. Könnten die nicht was abgeben? Nee, sagen diese Politiker und gehen dann mit den Reichen essen. Du denkst, da kann man nichts machen? Doch, man kann. Lasst euch nicht mehr von Parteien veralbern, die immer kurz vor der Wahl ihr soziales Herz entdecken. Beide stimmen für die Linke. Sozial auch nach der Wahl.